Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. So, wir sind jetzt bei der Firma Desbayo. Axel, ihr saniert auch alte Pools. Ist das wirklich so einfach für dich? Absolut, ja. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil die meisten Pools im Innenbereich zum Beispiel in den 80er Jahren gebaut worden sind. Außenbereich auch sehr schöne Pools, die man sanieren möchte und muss. Insbesondere eben auch für das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Das kann ich zeigen, wie man sowas umsetzen kann. Okay, das heißt, ich kann das mit jedem Pool machen? Ich kann jeden Pool umbauen oder sanieren? Jeden eingebauten Pool, der betoniert ist oder ordentlich solide gebaut, kann man sanieren. Und zwar mit dem Einhängefilter, das ist unser Sattelfilter, wo wir alles in einem haben. Pumpe und eben die Wasseraufnahme in einem Modell liegt direkt auf die Beckenwand auf. Ich habe keine weiteren Arbeiten zu machen, ich muss keinen Beton schneiden, gar nichts. Setze den Filter drauf, ich baue eine Folie rein und fertig. Wir bei Desjoyeau, wir verarbeiten Pumpen mit 450 Watt die Stunde. Das heißt, mit der gesamten Wasseraufbereitung liege ich da bei 500, 600 Watt. Die kann ich sehr schön über Solar einspeichern oder eben dann eben direkt in den Filter jagen und habe von daher einen sehr, sehr geringen Verbrauch. Der zweite Vorteil ist, wir haben überhaupt keinen Kanalisationsanschluss. Das heißt, wir können das Wasser dort, wo es ist, reinigen und müssen es nicht erst umständlich durch den Garten jagen. Und da haben wir natürlich den größtmöglichen Vorteil für den Nutzer. Also das heißt, geht auch noch schnell, so einen Pool zu sanieren? Absolut. Wie lange Zeit braucht es etwa? Das ist natürlich individuell, ja, aber generell viel weniger, als man denkt. Normalerweise innerhalb von einer Woche sollte ein ordentlicher Umbau eigentlich vonstatten gehen, wenn keine größeren Betonarbeiten zu machen sind. Wenn jetzt die Substanz von meinem Pool vielleicht auch porös ist? Dann gibt es Möglichkeiten, den Pool in den Pool zu stellen. Das heißt, ich kann also auf die bestehende Betonplatte, in dem Fall, wenn eine Betonplatte gegossen ist, unser System aufbauen und muss außenrum gar nichts verändern. Das heißt, da wird der Pool etwas kleiner, ja, aber dafür eben kostengünstig und energieeffizient dann neu gebaut. Axel, ich danke dir erstmal auch für die ganzen Infos. Euch findet man im Internet und auch natürlich auch bei, glaube ich, YouTube und überall. Absolut. Und wenn man da Interesse dran hat, bist du der Mann der Stunde. Absolut, richtig. Dir. Immer gerne. Dankeschön. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.